Das Buch Gottes Überwinder von Watchman Nee 1934 enthält folgende Kristalle. Überwinden wollen wir materielles, emotionales, körperliche Leiden und natürliche Tugenden. Gott nimmt uns den materiellen Besitz weg, damit wir Christus suchen. Wenn irdische Versorgung aufhört, kommt die himmlische. Der Grund, warum wir Eltern, Ehepartner oder Kinder verlieren, besteht darin, dass Gott will, dass wir in Christus zufriedengestellt sind und er den ersten Platz in uns hat. Was wir im Herrn haben, können wir nicht in unseren Eltern, Ehepartnern oder Kindern finden, und wenn wir Isaak opfern, werden wir ihn zurückerhalten. Krankheiten bewirken, dass wir lernen, nachts zu beten, wachsam zu sein, Sünden zu bereinigen, ruhig zu warten, bis er uns heilt, Christus zu berühren, uns auf Gott zu verlassen und zu sehen, dass er uns erzieht und dass die Auferstehungskraft stärker ist als Krankheit oder Tod. Schließlich nimmt Gott uns unsere natürlichen Tugenden weg, wie bei Hiob, damit wir mit göttlichen Tugenden, Christus, erfüllt werden. Bevor Gott die Israeliten aus Ägypten befreien konnte, musste er Mose aus Ägypten befreien. Bevor Gott Israel von den Philistern befreien konnte, musste er David gewinnen. Bevor Gott die Gemeinde gründete, gewann er zuerst 12 Jünger und später 120 Jünger. Gott lässt es zu, dass einige wenige Überwinder etwas tun, was zu einem Segen für die Mehrheit führt. In diesen wenigen Überwindern wirkte der Tod und in den anderen wirkte das Leben. Wer wie Gideon und seine 300 Mitkämpfer überwinden will, tut gut daran, vor Menschen demütig zu sein, sich für den Geringsten zu halten, eine himmlische Vision zu haben, sich Gott hinzugeben, Götzen niederzureißen, selbstlos Gott zu dienen, mutig und furchtlos zu sein, willig das Kreuz zu nehmen und Kritik der eigenen Leute zu ertragen. Die Waffen der Überwinder sind das Blut des Lammes, das Wort und das Gekreuzigtsein. Überwinder beten mit Autorität, da sie Gottes Willen kennen, heben Berge weg, binden Satan und lösen andere. Sündern zu dienen und zum Herrn zu bringen oder Gläubige zur Hingabe an Gott zu verhelfen, ist anders als dem Herrn zu dienen, doch es sieht einander sehr ähnlich. Dienen wir dem Haus Gottes, weil wir gerne beschäftigt sind, es unerträglich für uns ist, eingeschränkt zu sein, voller Energie aktiv sein wollen, weil es sichtbar ist, was wir für den Herrn tun und wir damit glücklich sind, wie Martha? Oder dienen wir in erster Linie dem Herrn, stehen in seiner Gegenwart betend still, wie Maria, Hesekiel 44, Vers 5, tun nichts aus unserem Eifer heraus, sondern dienen ihm und seinem Haus aufgrund seiner Leitung und Führung? Gottes Werk hat viel Schaden erlitten durch zu viele freiwillige Soldaten, die aus sich heraus Gutes tun wollten. Nur der Heilige Geist hat die Autorität, Menschen zum Werk zu beauftragen, so wie er Barnabas und Saulus beauftragt hatte. Solange wir immer noch darauf hoffen, Gott durch unsere eigenen Anstrengungen zu gefallen, sind wir noch nicht vom Gesetz befreit und werden Kummer und Enttäuschungen nicht vermeiden können. Befreit werden wir nicht dadurch, dass wir uns für tot halten, sondern dass wir uns niemals von Christus getrennt anschauen und niemals
außerhalb von Christus über das Selbst nachdenken, sondern an der Tatsache festhalten, dass wir mit Christus gestorben und mit Christus auferstanden sind. Gott wird unseren Glauben prüfen, doch wir schauen nicht auf unser Gefühl oder die Umstände, sondern auf den souveränen Herrn hinter den Umständen, was uns tief in Christus verwurzelt, so dass wir die Prüfungen bestehen. Turn your heart.